Game der Rückrunde zum Summer Split von NNO. Wenn euch das gefällt, wenn ihr Bock habt auf die Season, lasst ein Follow da, lasst ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Los geht's mit dem Draft. Let's go, Brookie. Yay. Beautiful Einleitung. Woohoo. Wundervoll, wie immer. Und da können wir gleich das Ready rausbomben. Jetzt kommt mein Draft nicht, ne? Für die Welt nicht auf mich wartet. Schade. Jetzt kommt die Sekunde. No. Du musst die Einleitung nochmal einsprechen. Nee, gibt Cutter, die zu faul sind zu cutten, ohne jetzt jemanden angucken zu wollen. Ja, ich glaube, mein Cutter möchte das auch nicht unbedingt cutten. Da müssen wir gleich mal schauen, ne? Das kommt schön ungefiltert auf den Uncut-Kanal hoch, ne? Damit die Leute auch den Real-Vibe kriegen. Ja, die müssen halt auch, genau, leben. NNO Uncut, unfiltert. Boah, ich muss mir echt so ein Rollladen oder sowas kaufen, weil ich habe hier ein großes Fenster, ne? Und da kommt Licht rein und das stört. Ja, das ist ja scheiße. Bei mir hinter mir im Fenster ist komplett zu mit Rollladen. Also ich habe echt scheiße, ne? Ich habe einen Bettlaken vor meinem Fenster tatsächlich. Oh shit. Das sind die neuen Technologien, ne? Wie macht ihr das mit Wärme? Mit Hitze? Wir können Go machen. Ja, bei mir ist echt Fenster. Super angenehm bis jetzt. Ich habe eine Klimaanlage, oder? Okay. Nee. Nee, aber also wenn ich das einfach zulasse, dann bleibt es kalt den ganzen Tag. Gut, wir können Go machen, ne? Ich darf nur nicht lüften. Ich lüfte immer nachts alles durch. Genau. Und dann habe ich untertags ist dann alles. Aber willst du trotzdem warm wegen deinem Computer? Nee. Weil du so eine heiße Sau bist? Danke, Kani. So, wen targeten sie jetzt mit dem Kameramann? Warum? Mich? Meine Schere? Mich. Weiß alle. Nicht. Und alle. Wait, what? Oh, nein. Nur dich. Ey, was war der zweite Mann? Sie haben einfach den höchsten NNO-Spieler gefunden. Geist, zweiter Mann, Talia? Talia darüber geredet und Ari. Und Ari vor allem. Ari ist ein besserer Mann. Wait, wenn sie Renata bannen, dann wollen sie einfach normal Tank-Support spielen. Wait, wie viel LP hast du, Kani? Nicht viele, 400, glaube ich. Das ist der höchste Spieler. Ja, du bist der highest-rated Spieler. Also. Es macht auch einfach Sinn, dass er... Er hat schon recht. Komm, Rakan auch noch weg. Was? Oh. Ja, mit Kha'Zix ist offen. Ja, Kha'Zix ist offen. Cool. War Talia, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Talia, Ben? Also, wenn der Kha'Zix first pickt, dann habe ich genug Champions. Ja, Ben, Talia? Yep. Dann wird hier schöne Shyvana Edi rausgehauen. Aber spielen wir sicher auf dem neuen? Ouch. Okay, das What? Ist... Ouch. Kha'Zix nicht super gut gegen? Nein, das ist terrible. Really? Was ist mit Wukong Gangplank? Bleiben wir dabei, oder? Wir können Wukong Gangplank picken. Ja, ich muss aber sagen, ich glaube lieber Kha'Zix als Wukong dann doch. Ja, dann lass ich lieber Kha'Zix. Gangplank Kha'Zix? Gangplank Flex Kha'Zix? Gangplank Flex Kha'Zix. Wir können auch Victor nehmen, wenn ihr wollt. Ich glaube, Gangplank Flex ist gut für uns. Nein, GP Flex und. Und wir denyen ihn in den Gangplank. Ja. Wir können auch Senna. Okay. Ja, das können wir jetzt machen. Ich würde Botlane lieber countern. So. Wenn die jetzt irgendwie kommen mit Nautilus Draven, dann spielen wir Varus Braum oder so ein Shit. Da habe ich dann. Habe ich Bock drauf. Wir brauchen Heavy AP Top oder Mitte dann jetzt aber, ne? Ja. Na, ja, wahrscheinlich eher Mitte. Ja, oh ja, wahrscheinlich. Also, wenn wir können Second Rotation, wenn die Bane Top Mushu jetzt spielt. Nicht nehmen, können wir Jace und so noch rausnehmen, ne? Yay. Ich meine, wir können Jace, Akshan, Bans in the most plays. Oh. Aber dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn wir noch Wushu haben, sind wir ganz happy sogar. Beim Kha'Zix, Vayne, wir müssen Top, dann wäre Free Food. Das Ding ist, wenn wir, ich würde jetzt hier gerne Braum picken, weil sonst bannen die ihn gleich. Wobei ich hätte Rakan, ich hätte Braum, Rakan, was gibt's noch? Haben wir genug AD Carries, wenn wir Braum picken? Ja, ne? Ja, ich glaube, es gibt ganz viele ADCs auf dem Patch. Aber wieso gehen wir Braum? Nicht, welche... Ist Braum nicht terrible hier? Gegen Lilia? Stopp, Braum nicht Lilia? Wait, do you? Du? Also du actually, kannst mit Yasuo Kaiser, Windfall, kannst du Lilia ult blocken. Ich könnte jetzt hier auch Rakan spielen. Gegen Kaiser ist Rakan okay. Also CC würde ich schon fühlen. Rakan? Rakan oder Braum? Brücke ja, was weißt du? Was also ich finde Braum besser, weil ich dann gerne Varus dann zuspielen würde. Dann meine ich guten Lockdown. Dann macht Braum. Dann macht Braum. Mit Varus dann hört sich das sehr gut an, ja. So, und dann müssen wir jetzt auch noch wissen, was werden die sonst so picken, ne? Was sind die besten Antworten auf GP, die er hat? Jetzt auch noch also, auf dem Patch gut wir sind. Wir würden jetzt Jace rausnehmen, ne? Akshan und Jace. Akshan und Jace bannen wir jetzt. Wo rennt Tolkien denn eigentlich immer rum? So geht der kurz einkaufen, oder? Habt ihr meine Fans dazu? Also, die Vorhaben sind basically auf Double-AP, ne? Wir sollten Victor picken auf der 4, ne? Und den Flex auflösen. Warum nicht? Weil die wollen Victor haben. Achso, deswegen. Bei uns ist das nicht so gut aufzulösen, ne? Also, wir könnten halt. Ja, Victor ist schon sehr gut hier, oder?
Ja, also Victor ist sehr gut und die wollen, glaube ich, Victor haben. Und wenn sie den haben wollen, dann sure. Und ich könnte gegen Victor halt nur Xerath oder so anbieten. Ich oder bann irgendwie. Hier Akshon, oder? Mhm. Hallo. Die wollen auf jeden Fall irgendein Heavy AD Top dann noch. Die haben jetzt schon sehr viel Magic Damage. Wenn die haben actually sehr viel mehr. Vielleicht wollen die nicht Victor. Vielleicht können wir Ade hier nehmen. Also die picken vielleicht einfach Lucian Top dann. Wenn die jetzt... Na, die werden trotzdem Victor gehen. Also ich würde sagen, wir sollten Victor picken. Oder was meint ihr? Ich würde Victor wegnehmen. Also ich würde sagen, wir sollten Victor hier nehmen. Okay. Dann rein da. Aber wir haben jetzt halt nicht wirklich Gangplank Access. Aber ich glaube, es ist eigentlich fein. Wir haben Gangplank K6, was? Wir fahren da sowas von rein, ne? Also, ich glaube auch nicht, dass die den Backline haben, anyway. So, bis jetzt haben sie keine, ja. Was ist, Riku ist ein komischer. Jetzt habe ich aber Angst, wenn er den Harvard. Nee, wieso? Sprout hat schon mal Soraka mit dir gespielt. Aber okay. Das sieht total fein, ne? Hm? But is it fine or is it good? Ist nur fein. Das ist nur fein. Soft-Counter, ist Aatrox. Wenn es Solo-Kill wäre, würde ich jetzt Ignite gehen, aber ja, ist gonna be fine. Kein Nun, Victor? Alter. Was? Es gibt einen neuen Victor-Skin? Nein, ja. Matchup ist fein. Die haben Triple Quadra AP, ne? Die sind also, super. Kaiser, also 50-50, ne? Ne, actually, auf dem neuen Bild hat die Full AD, pretty much. Oh, okay. Ich dachte, das wäre 50-50. Aber ja, der Passive scaled doch immer noch mit AP. Ja, aber sie macht trotzdem sehr viel mehr AD-Schaden. Okay. Welchen Art Carry? Ja, ich würde Varus hier sehen, eigentlich. So. Ich mag Varus. Outranged auch Kaiser in Lane, ja. Ja, wir haben eine sehr starke 2v2-Lane. In Lane sind wir halt besser damit, ja. Wollt ihr Sunfire K6 haben? Nein. Nein. Also nicht unbedingt jetzt. Wenn es richtig gut ist, dann schon. Ansonsten. Das ist the new shit. Also ich hab's noch nicht probiert. Argon, ja, ich weiß. Ich hab's gesehen und ich fand's richtig shit. Also, hast du es gesehen? Wo hast du es gesehen? Warum? In Loyalo. Turbo Loyalo. Keine Ahnung, weil du halt so in das gehst und dann neben den Leuten stehst und dann burnt dein Sunfire. Das Ding ist, Argon spielt ein Game mit mir in Solo-Queue und er verliert sein komplettes Hirn. Das ist unglaublich. Er kommt direkt. Also ich weiß nicht, ist das jetzt ernst gemeint? Oder? Das ist actually ernst gemeint, ja. Das gibt es. Level aber ich hab's noch nicht probieren können, leider. I'm down. Was macht er? Brücki, was hast du für einen Summoner? Brücki, was hast du für einen Summoner? Ich würde Heal nehmen. Okay, bleib ich bei Ignite. Actually, wir sollten, welche Seite sind wir denn? Wir sind Red Side. Red. Ja, shit. Wir können einfach Botlane invaden unten rein. Du willst auf Botlane gehen. Ja, Botlane invaden ist schon sehr scheiße, weil die könnte Raptoren anfangen, ne? Wenn wir Red machen oder so. Wir wollen einfach nur für den Ward gehen. Wir wollen einfach nur für den Ward gehen. Das erste Game der Season, vielleicht rechnen die nicht mit irgendeinem random Invade. Karni macht eine Q in den Busch oder so. Who knows? Mit recht schnellen Stun, selbst Gangplank ist ja ein Melee. Er ist ja ein Auto-Attacker mit Q. Be good. Unser erstes Game, let's fucking go, Leute. Testing the water. Oh, bei mir sind irgendwelche Einstellungen sind bei mir schon wieder rigged. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz pausen. Weil bei mir hat es kurz beim Rost haben geflackert, als wäre es nicht auf. Same, ja. Ja, ich glaube, weil es auf Fullscreen ist, ne? Weil es ist auf Fullscreen, wir müssen gleich mal pausen. Ja. Aber der Plan der Victor-Skin sieht ja völlig insane aus. Das ist einfach nicht Victor, das ist einfach irgendein anderer Champion. Ja, das sieht so cool aus, da. Twisted Fate, das ist Darius mit dem Hut. Alle haben diesen Hut jetzt. Ich meine, das ist schon seine Pestmaske drunter, ne? Die haben keinen Exhaust für Kha'Zix. Das war kein Exhaust für Kha'Zix. Ja, okay, stimmt, du machst ihn aber nicht so selbstbewusst. Nee, aber ich meine, das bringt halt nicht so viel. Aber ich finde Exhaust trotzdem. Okay, Post, please. / Pause. Ich hab tatsächlich kein Fullscreen. Doch, ich schon. Was braucht man? Borderless, ne? Ja. Randlos, ja. Und alle Grafik sind auf Very High, weiß ich jetzt auch nicht. Managen, sag mal. Okay, dann sollte alles passen, glaube ich. Ansonsten nerv ich gleich nochmal. Alright, same. Wir rennen einfach Botlane durch die Lane für den Ward. Jetzt nicht eure Items zu erwerben. Alter, wie geil der Skin. Schaut mal mein Orb an. Oh ja. Das sieht echt so cool aus. Wir haben alle so eine Regenbögen. Ich hab keinen. Ja, ich hab keinen. Hey, ich hab ihn reingetan.
Die Regenbogen-Boys und Algorin. Ja. Ich komme mir vor, wie kennt ihr noch die Glücksbärchis? Wir sind Glücksbärchis. Die Glücksbärchis, ja. Die hielten wir einfach rein, ja, ne? Ja, natürlich. Warum ist keine so weit hin? Weil sie ist bei mir eh. Hit. Nice. Hier ist so eine Fliege. Können wir noch hier einfach die machen eine Q über die Wand? Machen wir eine Q über die Wand. Wir fast-checken mit Q, okay? Let's go. Ich glaube, wir müssen schon unsere Topside einnehmen. Jetzt müssen wir zusammen unsere Topside einnehmen. Ich kann mir nicht vor. Also, wie stark ist Level 1? Lilia zerstört mich, wenn ich keine Hilfe hab. Ja, aber ich meine, wir können ja einfach fighten, oder nicht? 2v2? I am not sure, actually. Man könnte sich schon denken, dass sie besser ist. Ich muss auch gleich wieder umdrehen, ne? Ich schau nur, ob ihr da fightet. Wir spielen wirklich, into Botside, ne? Dein Skin ist wirklich sehr cool, weil du einfach. Ich würde hier einfach wallen und actually zurück zum Blue gehen. Oh, ja. Ja, ich denke, into Botside zu spielen ist gut. Ja. Ich würde aber solo anfangen. Ich würde das nicht zeigen. Wir pullen, ich kann nicht. Ja, ich hab nur überlegt, ich kann nicht Ramp-Off checken, ich renne einfach. Ah, dann sehen sie, dass ich Mana geused hab. Na, Wilkus ist schon mal Mitte. Im Sinne von, er invadet nicht mit am Ramp-Off. Sie scheint Solo-Raptor anzufangen. Botlane liegt auch nicht. Oder Blue. Blue, ne? Ja, probably Blue gestartet, der kam. Komm rüber. Blocken. Ja, hätte ich gedacht, dass der noch hittet. Der sollte Zeug runterpuffen ebenfalls. Ist ungefähr dort. Er hat irgendwo Botseite gewordet, der Wilkos. Die könnten gucken für eine Bot-Dive, ne? Nee, aber ich glaube, auf dem Patch ist schon nicht. Ja, I guess so. Die werden hier recallen. Wird er hart pusht? Kann ich ein bisschen. Der will resetten, Mitte. Können wir auspushen? Weiß ich nicht, wenn der hier ist nicht. Also, ich ist 100% unten. Okay, nee, dann. Mitte will, glaube ich, resetten einfach. Nautilus hat jetzt ein Window. Okay, sie sind noch hier. Ja, okay. Ich muss keinen Angst haben. Nee, ich bin los. Ich hab nichts mehr, ne? All you. Build in 8. Unsere Wave pusht jetzt. Hat die Möglichkeit zu warden? Das ist gut. Velkos pusht hart und geht Richtung Bordseite, Kerl. Nicht besser als das, leider. Du müsst ein bisschen warten, bis ich unten bin, okay? Ich brauche so 20 Sekunden. Ich glaube, beide Midlaner werden resetten hier einfach. TP Mitte Velkos? TP Mitte Velkos? 3,59? Ah, ich muss hier basen eigentlich. Ja, ich bin jetzt on my way. Ich hab 10 HP und kein Flash. Wenn ihr Midlaner wird hard pushen, ne? Die haben kein Wort, weil ich hab erst Schild in 4 erst. Können wahrscheinlich turnen, wenn die auf dich all in ziehen. Ja, ich glaube auch. Die haben keinen Exhaust oder Heal. Der Nautilus stirbt dann einfach. Ich kann den Ken leider nicht nehmen. Mit ist missing, Richtung Botseite gehabert. Oder? Oh Gott. Ich würde jetzt einfach mal hinter denen stehen, damit die auspushen kann. Wir könnten sogar vielleicht fighten, oder? Ja, bitte, biete ich mich an. Ja. Ich kann auf den Top defeat, wenn ihr zu Beginn, ne? Good job. Well done, guys, well done. Das war einfach. Das war einfach absolutely beautiful. Die Lila könnte jetzt gleich hierfür gehen, Bro. Also, wäre gut, wenn du die Topside-Entrance warden könntest, Freddy. Kann ich gleich, ja. Aber der hat mich permanent, also. Der ist Topseite gelaufen. Velkos. Ich kann sie direkt abtauen, also instant abtauen worden. Warum wissen wir das? Weg. Ja, Topseite.
Nautilus hat einen Win. Arthas kann in die Top-Wave freezen, den brauche ich hier raus zu pushen. Vorsicht, die sind alle Topside, Velkas vielleicht auch, ne? Nautilus, okay, ist wieder unten. Nochmal, der ist straight runtergelaufen. Also, ich bin einfach jetzt durchsetten TP'en. Wenn du dann über Topside mir helfen kannst, vielleicht. Ich kann auch ansonsten zwei Minions soaken und die Wave ulten, ist auch nicht komplett bad. Also, push hart, das heißt, der muss gleich wieder mitkommen. Was für dich besser ist. Für mich ist, ich habe keinen Job. Also, der war Basen einfach, der war Basen. Ich glaube, wir verlieren aber, wenn der Level 6 ist. Er hat schon Tabis. 2v2 meine ich. Hab ich das? Okay. Lilia kann auch nicht 6 sein, oder? Nee, ich bin Atox. Kannst dich hocken lassen, wir gewinnen. Ja. Also soll ich kommen oder nicht? Nein, die Wave ist fixed. Wave ist fixed. Dann aber geh ich farm. Wenn mir nämlich nicht gankt, bin ich fein. Nee, sie ist ziemlich sicher unten. Velkos Harvard Botsliner? Pink Ward im Busch? Ich hab Ult für euch auf Botlane, ne? Wenn ihr Hilfe braucht, schreit mich an. Ist immer noch ein bisschen. Die Botlane moved in River. Vielleicht Drake? Ja, wahrscheinlich. Können wir nicht verhindern. Können wir nicht verhindern? Können wir verhindern. Also, ich der ist kommen. Schon gone, glaube ich, einfach. Nein, die werden low. Also wir können ich danach Ult, die Wege abkappen. Den Fight. Wenn du willst fighten, wenn okay, du fighten, dann ich ja. Ja, ich komme. Ich kann auch Mitte hier hovern. Wir schon rein. Ja, okay. Wir können die Sonne, von der Krabbe. Nautilus hat keinen Flash, hat keinen Flash. Ich muss sie lieber auspushen. Ich würde den Fight hier nicht nehmen wollen, okay? Okay, I guess wir kriegen die Krabbe. Dann nehmen wir Crab. Jo. Ich bin's auch. Okay, ich gehe jetzt zurück. That is fine. Ich soll auch noch auspushen. Vielleicht ganken uns auf der Wave. Wenn die ist das mit einem Dive? Von uns? Nee, ich hab keine. Ich war noch ein Space. Also, der kann nicht ganken. Kann Push holen. Ist ich hab Ult für euch. Fährmann und Ult dann ja, sonst nicht. Maybe, let's try it. Der MTP Advantage auf Aatrox. Oh, ich meine, der hat Action, der spielt Aftershock. Wir haben auch Varus Ult. Ne, dann geht mal ja. Base für Herald, ne? Okay. Können Action basen wir aber auch auf mit. Also Base Herald ist jetzt der Call. Ja. Okay. Dann basen wir auch mit, oder? Ja. Mitte ist missing, vielleicht Blue? Ja, also Blue ist ab. Ja, hat Blue bekommen, was? Bin ich super bad für Lilia? I guess so. In Competitive kriegen die meisten mit Lineup Blues, ha? Huh? In der deutschen Sekte. Die meisten Midlaner. Okay, ihr habt Tempo auf Herald. Ich move nicht dazu, aber ich kann unten reinpushen. Danach habe ich Prior über der Kaiser, wenn ich sofort zum Herald move. Ich bin glaub, deutlich schlechter beim Skirmish als Aatrox. Immer, ne? Aber das ist. Also. Fangen wir den Fight an, ja, oder? Ich würde schon gut ein bisschen Topside. Natürlich. Kann vielleicht Push kriegen. Nee, also, ist schon nicht so geile Position, nur. Lilia kommt. Lass mal hinter der Ecke warten. Der Nautilus okay, wir auch kennen, wir müssen raus, wir müssen nach oben raus. So, aber ich hab jetzt Pyro über Kaiser, ich kann moven. Anyway, ich kann jetzt kommen. Arthas hat kann moven, ich kann nicht mehr. Nein, das ist ein bisschen. Kaiser ist auch hier. Okay, dann bleib ich unten auf dem Plate. Ich werde nicht so abrufen dürfen. Ey, Lilia hat geflasht. Ich glaub, du musst einfach über die Wand hüpfen, damit Kani auf dich drauf kommt. Ja, hatte ich nicht. Ah, okay, gut. Nicht so. Jungle, Leute. Wir haben Hand. Immer noch zu dritt mit der Gewalt oder einer. Irgendwas genutzt? Kaiser-Ult und ich. Der Nautilus hat. Ich weiß nicht, ob der Textflash war. Nee, das war Hexflash. Der hatte noch einen. Hat der ignited? Ja. Ignited hat er. Danke, sie unter meinem. Den Fight theoretisch spielen, Kani, wenn du da bist. Ich bin aber noch ein bisschen behind, aber ja, ich bin gleich da. Bin leider jetzt ein Level unter dem Nautilus. Ja, be fine. Wir scaling Flashen. Genau, Nautilus hat jetzt wieder normalen Flash. Mhm. Kaiser keine Ult. Nautilus kein Ignite. Velkos keine Ult für ein bisschen. Wilder Botlane Roam, holy shit. Roam, ich hätte mitspielen. Kaiser ist nicht Kaiser, Lilia ist bald Botzeit. Dann die Position der Nautilus. Rein. Ja, ich aber ich glaube, wenn ich schlecht da bin, können wir schon fighten, ne? Ich glaub, ja, ich bin ziemlich strong. Ich würde das matchen, was die da tun. Lilia Botzer? Ja, ihr könnt vielleicht freezen, dann wenn ich da bin, fighten, okay? Schild in 8. Sieht gut aus. Dann wissen nur 6, Kani. Dauert noch eine ganze Weile. Ihr könnt easy contesten, ne? Ja, können wir. Ich bin schon da. Bin noch rein, ja? Ja. Oh, actually, ist gestayed und das ist ein bisschen risky, ne? Ich geh auf Kaiser. Hm, der hat aber Cleanse. Die hat keine Sums mehr jetzt?
Nice. Der Mittler von denen kommt. Beide kein Flash. Ich komm auch. Scheiße, ist der starker. Vorsicht, aber Dings kommt auch. Der hat kein Flash mehr. Wirklich ist Mitte, Moment. Albert. Weltblade, guys. Really Weltblade. Trotzdem gut. Also 2 für 3. War trotzdem nice, ja. Super gut. Alter. Dragon kommt bald ab. Dragon in einer Minute, ja. Bis dahin habe ich dann noch. Kannst du resetten bis dahin wirklich, ja, ne? Ja. Hast du dein Item? Ja, mein Mythic, ja. Bin sehr stark. Ja, dann let's fight it. Also die könnten halt könnten sehr smart sein und einfach Toplane kommen für Herald nur. Beide mit für den First Blood Turret kriegen. Yeah, ich brauch kein Ult, um was zu machen. Ja. Ich würde das schon mit Contesten probieren. Die haben einen Slowpoke-Stopper, also könnten diesen Play machen, for sure. Wir haben eine relativ gute Vision. Okay, die machen es nicht. Nautilus könnte Mitte sein, ne? Ja, Nautilus ist ein Fuck. Lili hat keine Ult gerade, ne? Hat er nicht? Weiß ich nicht. Also beide Mittelländer keine Ult. Nee, der Velkus ist sehr schwach ohne Ult. Oh, die haben Mitte Ult. Nieder keine Ult. Ich würde actually, wenn ihr könnt, kommt der River, ne? Kommt der River, ja. Ich hab jetzt auch Ult. Wir pushen einfach Mitte. Ihr könnt auch Mitte rotieren. Egal was ihr tut, ist gut. Ja, wir move. Haben wir GP Ult? Ja. Ich geh mal auf den hier. Nee, ich geh nicht. Ich warte auf Arthas euch. Kann auch mit dem Move. Lass Drake ruhig anfangen, ne? No? Hier? Na, Mitte. Arthas, ja, ja, da ist es schon zu spät. Ich hab schon angefangen, ist okay. Aber wir verlieren den ganzen Turm. Wir verlieren 5 Platten Mitte. Ja. Wir sollten probieren, die zu kollapsen, oder? Ja. Arthas kann dahinter sein. Wir haben Gangplank oder? Okay, nein, erstmal top. Was für den Bot denn auch? Wir sollten den sterben lassen, entweder da. Oh, ich bin hinter. Maybe. Ich hab Ult. Actually, ist nicht too bad, glaube ich. Ist halt für Mercs. Schönes Ding. Alter. Was? Oh mein Gott, ich hätte flashen können. Der Turret Damage, ne? Ich werde hier basen. Ich unterschätze halt echt jedes Mal, ne? Was hat da gerade geflasht? Hat der Vel'Koz gerade geflasht? Vel'Koz ist geflasht. Nur Vel'Koz. Vel'Koz ist auch kein TP, der wird jetzt den Turret nehmen, der hat 5 HP. Hat der Nautilus Tempo, um mich zu tappen? Kannst du den killen, Mitte, Arguin? Also jetzt kriegt der First Turret, der ist super gefeedet, der Vel'Koz, ne? Also, vielleicht wenn Repeater? Ich kann nur zumoven, ja, ich hab keine Ult. Der wird greeden für den Turret. Aber wenn der für den Turret geht, dann bin ich da. Mhm. Die haben halt Vision. Lass ihn einfach an den Minion sterben, das ist actually sehr geil. Das ist kein Local Gold, das ist actually gut, sehr gut, ja. Brücki ist super fett. Wir sollten auf alle Fälle weiter für Brücki spielen. Wir müssen was mit dem Vel'Koz. Der ist extrem gefeedet, der Vel'Koz. Jetzt. Bin wieder Base. Kaiser Tempo über mir. Ich will ganz gerne Top-Tour mir pressern. Ich bin nicht da, ich bin nicht around. Okay. Muss einmal noch kann ich wenigstens ein TP kriegen. Ich bin auch gleich unten. Ich hab dann auch Flash, ich hab Heal und ich hab Ult. Also ich bin sehr stark. Hier ist ein Ping. Bis gleich. Aber wir sind im feinen Spot, no? Ja, wir sind schon okay. Ja, außerhalb von Mitte. Mitte ist ein bisschen los. Ja, einfach ein bisschen Velkos. Am R-Stacken, I guess. Nicht so schlimm. Velkos ja, gegen Velkos kannst du nicht wirklich am R-Stacken. Meinst du nicht? Ja, der macht sehr viel True Damage halt. Ich meine, 3 von deren Kills sind dann auch auf Nautilus. Mit der Blue? Ich meine, I guess Lilia macht auch True Damage, deswegen ist vielleicht das nicht zu geil. Ah, das passt schon irgendwie. Der muss ja auch seine Spells jetzt Top sein, ja. Wenn der Nautilus ist Form-Move, würde ich actually Nautilus wahrscheinlich einfach ulten. Ich glaube, wir haben ja. Können wir actually für den Second Terror spielen? Ich glaube, der ist ziemlich huge gegen Vel'Koz Mitte. Wir brauchen diesen Tür. Also, noch wenn ihr Botlane nach der Wave resetten könnte, wäre das richtig geil. Okay, dann, I think we can. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, dass wir den Herald kriegen. Weil ich bin nicht stärker als Aatrox bei den Oder ihr könnt Mitte rotieren, Lauf, wenn ihr nicht resetten müsst. Ja, wir werden resetten. Ich muss nicht resetten im Lauf. Ich habe jetzt halt keine Wards mehr und die sehen uns hier laufen. Hier ist nämlich du kannst basen können, Erwin. Okay, dann gehe ich base. Ich kann Mitte für einen Gang schauen, vielleicht. Aber Brücki, hier ist ein Ward in dem Busch. Es ist auch gut, dass du kannst. Okay. Brücki, die haben dich hier schon gesehen. Ich hab TP. Aatrox hat geultet, ich hab geflasht. Ich glaube, das ist ja okay. Ich hab ultet 15. Ich würde das jetzt diesmal anfangen, oder? Ich move. Ich move Lilias Bot. Die werden Bot auch nehmen übrigens, ne, wenn wir jetzt natürlich. Ich kann ja easy traden. Lilia hat wieder Flash. Kaiser in 10 Sekunden. Also, wir können Gangplank ult Bot lane. Nee, ich kann auch einfach Bot lane laufen. Ja, wenn ihr das nicht nehmt, ist alles easy. Dann können wir. Wenn ihr Top Drum danach defenden könnt, ja, dann würde ich dafür gehen, aber. Nicht dafür, ne? Er hat keine Ults, er hat Lash. Nice.
Actually, in den Arthur ist ganz schockend, ist ziemlich Flash, gut, das heißt, oder? Ja, gut, ich glaube, es ist gut für uns. Kann ich nach oben, ne? Nach oben? Kann ihm soll ja umkommen. Ja, ich wollte nur schon, was Nautilus mit dem macht. Ilias, Botzeit in unserem Jungle. Also wir rotieren hier hoch und dann können wir vielleicht, wenn Leute oben sind, alle defenden können wir noch mit rotieren. Ich damit ich so gut rede. Ja, ist gut. Aber ich will hier nicht heraten, ne? Ich werde den Firmen zu saven. Wir diven, nee, der hat keine Ult. Sonst ist keiner. Velkos ist missing gerade, Ilias im Botzeit River. Was free. Nice. Ja, Velkos könnte hochroben. Nee, lass die Wave nehmen oder mit heraten. Und dann können wir mit drum. Aber ich kann gerade nicht clearen, ne? Weil die sind hier zu dritt. Actually? Nautilus ist vielleicht sogar gut. Ich kann den Schild einfach backdoor mit Harry zusammen. In Mitte? Ja. Dragon ist auch mal zu mir, komm mal zu mir. Okay, nevermind. Dragon kommt jetzt nicht. Oh, Tolkienowitsch. Mami! Geiles. Weiss hat auch geflasht. Wieder unten. Dann lass ich mal wieder weg. Wir setzen Harry mit. Ich warte noch hier, wenn Velkos den Vorläufer würde ich verflashen ulten. Ja. Ich kann. Ist auf der unteren Seite gerade bei dir. Arthur hat kein TP. Ich werde die resetten müssen. Das ist schon echt sehr geil, das zu brechen. Ich greet ein bisschen. Sehr schöner Call, Algorin. Drake? Was machen wir mit Drake? Nehmen wir noch mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. Arthur hat kein TP. Kann nicht joinen. Da oben auch noch? Kann jemand? Ja. Ja, ich hab TP in 20, also ich würde wenn dann rein TP'n wollen. Der Atrox-Move? Die ich hab leider keine Wards mehr. Ich hab keine TP-Wards mehr. Ich würde dir auf die gehen. Ja, ich bin hinter dir. Warte. Und wenn wir ein Ward haben, ist gut. Ich hab 10, TP erst in 10. Ich kann aber mitlaufen jetzt, ist okay. Die wollen hier rein? Das ist nicht bad. Das ist wirklich nicht bad. Front to back, einfach front to back. Raus. Atrox. Naja, schön. Front to back? One for one. Der ist jetzt CP ab. Ich hab 10 HP, ich muss raus, ich muss recallen. Da müssen wir ihn geben, hier. Ich weiß nicht, ob wir ihn geben müssen. Wir müssen halten, oder? Bis Argon wieder lebt. I guess, oder? Aber hat der andere TP? Ja. Argonin, was hat geflasht? Arthur hat kein TP, Arthur hat kein TP. Niemand ist geflasht. Aber ich glaube, ihr könnt das schon, den Poke-Battle könnt ihr schon spielen. Die haben keine Ult auf Lydia. Kaiser hat aber Ult. Nautilus keine Ult, as well. Velkos hat wieder Flash. Nur Atrox Flash ist down. Ich kann bitte die resetten den. Mal rein, Wave mit reinpushen. Ich glaube, jetzt ist es unser, oder? Ich glaube schon. Jetzt der holt wieder 30. Ich nehme mal diese Dinger hier. Mhm. Vielleicht trappen wir dich gut. Nee. Wir haben sogar gleich wieder Brücke geholt, auch wenn es sich das jetzt hier noch zieht. Ja, das ist Top 11, mal 24. Sekunden, ja, Drake sollte free sein. Ich hoffe, er noch. Auch jetzt gleich Level 11, dann will ich endlich mal anschauen. Wait. Bottle Wave gleich jemand annehmen? Ich kann schon runter, ist. Ich würde jetzt einfach Sideline anfangen, ein bisschen farmen. Mhm. Ich kann. Ich brauche irgendwas für mein Item. Wir sind zu zweit hier. Actually, same. Wir wollen den Bot-Turret nehmen. Kann die Wave ulten? Ich hab 2k Gold, ich würde Base machen. Ich hab mein Item. W Gold. Ist das was Gutes oder? Ja, W ist sehr gut. Okay. Das ist mein Part. Du hast kein Ulti-Wolf. Ich denke, wir können ja. Ich hab QW genommen jetzt, die Runde. Soll ich auch runterkommen? Ja, ne? Ich hab Ulti auch runter. Nee, das ist. Wir gehen raus, die wollten das nur covern. Nächstes Objekt ist Kind of Nash. Du kannst die Top sein, im Rücken. Alles da. Wir könnten eigentlich für Nash spielen, oder? Selbe Prozedere. Okay, wir müssen nur mit dem Velkos, dass der nicht Brücke grillen kann. Das ist das Einzige, worauf wir achten müssen, glaube ich. Also wenn ich Velkos ulten kann, dann kann er eigentlich nicht auf viel Damage machen. Gerne, Brücke ist so fett. Das ist ein guter Spot. Entschuldigung. Das ist echt gemein von dir, ja. Ja. Irgendwann muss er auch mal abnehmen. Nur Top-Flash ist momentan down. Die können alle oben sein. Ich glaube, die haben Tempo. Auf allen Champions. Ich werde die resetten. Die Wave ist gone. Die können die nichts machen. Ich hab mein Item best, ist gut. Wir haben auch Tempo für Topside Jungle, ne? Ja, haben sie. Ja, Atos, droppt die Wave. Gehst du Botlane, Teuke? Kann nicht, ich hab kein TP, though. Ich bin gerade rein TP'd. Ja, ist aber, at least hast du Ult. Das ist Nash, ne? At least hast du Ult. Ich glaub, wirklich, können niemals einfach Nash machen. Ja, gegen ich glaub auch nicht. Wäre schon insane von denen. Insanely stupid. Aber die können Top einfach so zu diven. Die Thomas ist ich würde actually nach einem Flank schauen für Kaiser den Rekord jedenfalls. Können wir hier mal face checken? Ich meine, wenn Kaiser oben. Sind nur zu dritt. Nee, lass einfach nicht. Die Wave hier vorne annehmen. Nicht in den Busch rein. Da wir raus, ne? Noch und raus, noch und raus, noch und raus. Der wird von denen spawnt. Also ich kann den nicht mehr spawnen. Wollen rein. Der Bullet ready, Arthur ist im River. Kaiser ist auch da, alle bei euch. Wir müssen rennen. Alle bei euch. Arthur kann hier rein. Du bist nicht so auf dem Kollaps. Ja, wenn Arthur da ist, ficken wir den. Das war auf Kani. Wir sollten schon zusammenbleiben, Leute. Ihr seid Unterzeit. Nein. Dann raus, sterben. Nein, einfach raus. Wir können raus. Ich glaube, wir können einfach raus, ja. Wenn keiner von Lydia bald. Ich musste leider. Ja, kann ich das jetzt. Muss schon.
Nice. Warte, ich kann noch weiter slowen, actually. Ich glaube, ich kann ja auf die Dingens gehen. Die hat keine Ult, die hat keine Ult. Ja, die haben zu viel Bonnet-Click für mich. Ich geh nicht ran. Lass einfach Freddy jetzt pressern. Ja. Wir haben 1 für 1 getradet, ist okay. Ich hab einen Barrel nur einen Barrel. Alleine drin. Ist alleine drin. Immer noch nur einen Barrel, ich hab vielleicht 2. Beide gibt es. Double Flash. Wait, das ist actually not even bad. Flash kaufen mal, denke ich. Ja. Die hat, glaube ich. Die hat keine Ult. Ja, ich hab. Das ist ein Reh, weißt du. Ich hab 2 hier. Wird der unten clear? Ich bin gleich wieder da. Die können nichts tun, das ist terrible von denen. Deren Play ist beendet, ja. Bei dir canceln wollen, ich hab super. Ich hab gut für gekämpft. Ey, ich bin gleich hinter Brücke. Kein Flash mehr auf ihr? Kaiser ist durch. Kaiser ist weg. Kaiser. Edgy, kein Flash mehr in Autos, kein Flash mehr. Ich hab keinen Flash. Ja, aber die kann easy weglaufen mit Speed. Ja, ja, ich hab. Guys, ich glaube, wir können actually nashen. Instant, wenn wir jetzt spacen, wir alle Nash gehen, wir haben Tempo für Nash. Ich kann eine Web farmen und rein tippen. Hat Lilia gerade geflasht? Ja, die haben gar nichts. Ich will Tempo haben. Wir haben Tempo Vision, weiß ja. Ich kann rein tippen, ich bin ready. Also wir können zumindest, wir probieren Catch auf jeden Fall. Ah, die haben uns hier gesehen, die haben uns hier auf dem Board gesehen. Aber sind flashlos, ne? Die sind alle flashlos auch, also. Also ich will mich hier nicht vielleicht zeigen, vielleicht hier. Hier war ein Ward. Ah, okay. Ja, war wieder Botwave, ich hab TP. Oh, schade. Ich glaube, ich kann Atrox töten, wenn er noch kein Death Dance fertig hat. Dann einfach was wieder für ein Dragon spielen? Ich denke, Drake ist ein guter Fight, ja. Ja. Wie geht Topside bei euch? Ist das ein Solo-Volo? Nein. Schon wieder. Wollen wir den Nash damit machen? Ich habe immer noch TP, ich habe Ult in 10. Was ist denn da? Das ist actually nicht bad, guys. Wir können ja, ich bin ready, Leute. Ist das diese Beat-Top-Laner? Leute. Aber ist der Kaiser ist gerade Top-Lane, ich glaube, wir können hier rein. Alle, die ganzen Wards hier nehmen. Ich würde hier, ja genau, hier sind 2 Pink Wards auch bei mir. Eine Lydia ist hinter. Wait, wir können kollapsen, guys. Velkos ist stuck mit. Velkos ist stuck mit. Look. Kannst du nach vorne gehen? Nur zwei. Geh, das. Ja, wenn, ja, ich bin, ich komme. Die hat kein Flash. Bleib hier kurz, weil Nautilus von hier kommt. Der hat kein Flash, keine Ult. Der kennt die beide, ne? Da ist ein TP. Ich krieg den. Oh, fuck, ich hab's, oder? Hast du dich mal? Ich kann Kaiser kriegen. Ja. Nice. Alex, bist stuck, zack. Ein Barrel. Wir sollten raus hier, I think. Drake ist auf. Hier. Können wir nicht noch? Ja. Ihr habt absolut gehit, auch nice. Drake ist auch tot, oder? Ja. Nein. Oh. 18, nice. Legende. Die geht für Dragon, by the way. Könnt ihr beiden Nash machen? Actually, wir sollten Nash machen, wir beide. Also, ihr beide, ich kann instant smiten. Na, es ist nicht gut. Arthas hat doch TP, wenn er. Ne, ist gerade rein TP. Nein, der ist gerade TP. Okay, lass eigentlich so. Ich werde nicht. Okay, nee, dann ist alles gut. Ich bin auch gleich wieder da. Aber wir sind von Drake jetzt auf dem Weg, ne? Wir müssen runterkommen gerade. Ja, wir haben jetzt von Drake abgebrochen. Jetzt können wir dann den Drake fighten. Ja, ist gut. I'm coming. Kannst du First Skin, Taki? Ich möchte Level 15 kriegen. Ist schon nice. Ich werde nicht jetzt Drake face checken. Ist kein guter Play, wenn Argo nicht mehr da ist. Ah, ich glaube, ihr seid fein. Es ist nur Velkos und Lydia, ne? Die geben den wahrscheinlich. Also, vielleicht gehen die für Nash. Ich glaube, ich gehe zum Nash. Die können den stealen hier dann, ne? Ja, aber auch trotzdem auch zum Nash move. Wir sollten auch zum Nash move, der hat recht. Waren die überhaupt da? Wenn eine crazy Play von denen. Nee, ich glaube, die pimmeln. Die sind einfach gebased, ehrlich gesagt. Nice. Okay. Ich brauche einen Top Wave, dann habe ich Collector. Also wenn ich gerade bin ich komplett OP. Weil ich nicht weiß, wie gut Collector dieses Game ist, aber should be fine. Ist das unten? Atrox, ja, kein TP, kein Flash. Die Flashes kommen gleich auch wieder. Auch 300 für meinen Rage Blade. Kaiser kein Flash, das ist auf meinen Timer, ne? Atrox ist der meine. Ich bräuchte noch eine Wave für mein Item und Upgrade, fuck. Gut, dann lass uns auch eine Wave Tempo rausnehmen und mich fighten. Ich habe in der Mitte auf Flash, finde ich auch keinen Sinn. Ich meine, die können nicht wirklich Sidelane, oder? Gegen uns. Also Atrox gewinnt mit der Zeit, aber noch lange nicht. Also ich bin so weit vorne. In Gold. Ich bin actually auch ziemlich stark. Der Nautilus ist wir haben Position bei Nash. Wäre gut, wenn du unten rauspushen, nicht immer weg, glaube ich, ready. Ich auch keine Base gehen jetzt hier. Vielleicht können die den machen, ne? Die Kaiser ist viel. Die haben einen. Können über die Wand jumpen. Ich habe kein Blue Trinket für 30. Wollen wir einmal checken? Ich habe Blue Trinket, aber Atrox ist gerade vorbeigelaufen. Ja. Ah, actually. Ich komme mit,
Ich werde resetten auch mit der Com, okay? Ich hab Ult ready. Wir müssen auch. Wir müssen mit Gangplank Ult und mit Kha'Zix den Velkos unterdrücken. Wenn die uns, uns reinlaufen, bin ich komplett broken. Ich bin noch Level 15, ich bin sehr, sehr stark. Ja, Leute, ich glaube, die werden jetzt dafür gehen. Ja, die fangen an. Okay, okay, ich move. 10 Sekunden, mein Blue Trinket. Ich kann gleich ulten einfach. Ich bin hinter dem. Ich ulte. Oh, die Vanish, Diamanten, so schnell. Ja. Ich hab die alle geslowt, ne? Die kommen mir nicht mehr raus. Ja, ja, ja. Ein bisschen. Push mal jemand, wer das Midwave, wenn Arun das macht, da denk ich. Wieso? Können wir das nicht einfach spielen? Ja, nein, nein, du kannst alleine spielen. Wir kommen nicht ran, ja. Aber geh mal weiter ruhig. Trotzdem super gut. Also ist trotzdem super gut. Jetzt machen wir Nash und lassen ihn uns reinlaufen. Darf ich mein Item holen? Nein, nein, nein. Wir machen jetzt. Ist, glaube ich, legit besser, wenn wir Nash machen. Okay. Ich starte. Wir müssen jetzt mit. Wir machen One-Shot. Also, wir One-Shot. Was ist die Idee? Turn wir oder? Nee, wir One-Shot. Nee, wir finishen. Das ist so ein guter Call. What the fuck? Actually, good job, ja. What the fuck is that call? Sehr insane. You want to win, guys. Der Meister, der A bis Z Meister. Ja. Base, wenn die Overstand nehmen, mit einem anderen Fight, würde ich sagen. Ja. Ich hab Rabba jetzt auch, ich bin ein Biest. Ich kann die wieder für immer slowen, ne? Ich hab einen TP-Flank hinter denen, wollen wir das machen? Ja, ja, ja. Slow, das kommt schon. Go. Sehr riskant, denke ich. Ist nicht sehr riskant, wenn. Ah, das ist so awkward, okay, let's go, let's go. Du musst es wirklich einfach spielen. Muss blocken für mich, kann ich. Ja, der will eigentlich nur raus, der arme Junge. Der hat Frozen Hearts. Der hat Flash, du. Atlas kommt jetzt von unten. Ah. Okay, let's go. Flash. Einfach front to back. Kein Sonjas. Front to back ist okay, ja. Hat jemand eine Ult oder so? Das ist nicht unser Lineup eigentlich, ne? Also nein, wir können es schon durch. Einer ist schon sehr gut. Mitte. Einer Botlane, no? Einer Botlane. Ich kann nicht alleine runter. Ich glaube nicht, dass wir gegen Velkos spielen können, weißt du? Also, wir haben Nash. Wir haben Velkos mit True Damage. Ich geh runter, das ist gut, Call. Ich hab Ult in 18. Okay, die Zahl ist. Ein bisschen aufpassen, aber. Velkos mit. T2 Mitte, Boss, Reset Dragon. Gut, Call. Soldon. 1,50. Ich kann mit hier zwei unten holen. Ja. Oh, hier ist eine Lili. Ah, ich würde ungern vorne stehen. Holt in zwei, sieht kein Sonnes, kein Flash. Das reicht, glaube ich, nicht mehr. Das ist einfach super mit den 20 Game gerade. Wer ist denn da? Hä? Niemand. Wenn der reinruft, gewinnen wir beide. Okay. Lilia kein Ult. Wollen wir mal Sam's Game kurz ansagen? Das fällt Drake wieder ab. Nautilus kein Flash. Nautilus und Aatrox haben keinen Flash. Nautilus, Lilia und Aatrox sind Ah, sollte dann niemand alles laut. Nach unten, nach unten. Wir können einfach Midwave auch noch pushern. Die können jetzt move im Botlane, passt auf bitte. Ich würde auch nicht, dass wir so engagebar sind. Oh no. Recon und Drake vorbereiten. Eine Minute. TP kommt. Ich kann die vorne slowen. Er hat kein Flash, no Flash. Free kill. Ich slow die vorne. Ich kann das mit Argument verstärken. Guck, kill. Hier die Lady Carry? Ja, ist gut. Die ist immer noch geslowt. Das hätte besser sein können. Aber du machst es gut. I guess, ich bin tot. Vorsicht vom Laser. Ah, ich bin auch dead. Könnt ihr Lilia finishen? Das ist ganz. Schade. Nautilus kein Flash. Das ist echt fucking ungewohnt ohne Ulti. Ja, schade. Mein Barris gegrieft die letzten beiden. 30 Sekunden. Aber das ist einfach Reset für Drake jetzt. Ich meine, die haben keinen TP. Und die sind auch spät, oder? Wir haben Nash Reset. Wir sind auf jeden Fall noch später. Ich brauch noch kurz den Gold. Oder tue ich das? Ist Kaiser das geflasht bei mir oder nicht? Kaiser ist ziemlich sicher geflasht. Ja, Kaiser ist geflasht. Die haben keine Flashes. Die können nicht fighten. Die haben keine Position. Velkos könnte haben. Kann ich hier die beiden Camps haben? Dann bin ich Level 16. Mhm. Gut, fast. Weitere TP von denen. Die gehen hier rein. We do not have Tempo. Ich würde auf meinem Pinkwort sitzen eigentlich. Ich glaube, wir fokussen einfach auf die Kaiser, wir sollten das gewinnen, oder? Ja, wir gerade sind zu spät schon. Ich bin gleich da. Wir starten den? Ja, ja. 10 Sekunden folgt. Ich gehe für den Slow. Ich bin jetzt da. Slow auf Backline drauf. Barrel auf. Okay, Berg ist noch Flash. Lilian? In Pits. Nice. Wir sollten chasen, das ist nicht so geil, doch. Nein, wir können nicht chasen. Wir hätten einfach reinlaufen sollen. Ist nur gut. Wir hätten früher reingehen müssen, damit die den fahren können, ja. Ja, ich war noch. Deren Topside ist komplett ab, wahrscheinlich. Tops Wave, maybe, und dann für Nash warten. Die Camps hier sind, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich würde schon eigentlich jetzt, dass wir Pressure haben. Wir sind alle auf Power Spike. True. Ja, aber was sollst du machen? Wo ist der Pressure ohne Nash gegen Velkos? Einfach permanent invaden. Was auch gemacht gerade. Gemeinsam. And there will slip up. Wir können auch wieder Deep Bots vorbereiten. Ich habe wieder TP und alles. Ich hab TP, wenn du mich brauchst. Die haben keinen Velkos-TP, das soll passen. Die sind alle unten.
Job schon mal. Ich push mal Mitte. Ich glaube, das ist fein. Nice, good job. Ist mit Steepy ein Engel? Nee, oder? Nevermind. Echt Level 14, der Arthrox, what the fuck? Wie hat er das geschafft? Wilde Sache. Ich hab den Nochmal mit Freddy rein. Können wir das irgendwie punishen? Da sind 5 von denen. Könnt ihr irgendwas machen? Na, das ist Velkos ohne Nash. No way, no way. Nevermind. Velkos, ich dachte, Velkos war nicht sofort da. Ich kann den slow, wenn er zu weit nach vorne geht, aber ich glaube, ich gehe jetzt aber Base. Der hat auch Flash. Ich glaube, der da. Ja, der ist da. Auf den Wave vielleicht noch einmal raus. Lass einfach kurz Nash vorbereiten, Topside. Nash 1,20, ja. Wir sollten einfach, wenn die Position haben und reinmoven müssen, killen wir die einfach, glaube ich. Ich hab Void auch noch. He's a big boy. That's gonna tickle, boy. Kein Spaß, ich glaub, das war wirklich ein 10k6-Angle, diese Runde. Ey, Kaiser hat Stopwatch, by the way. Ja, aber ich mach das genau dasselbe wie 10k6. Ich kann halt nicht hitten. Da ist ein Blue Trinket. Ja, stimmt, da. Ich kann nur slowen. Jetzt hitten. Tolkien-Bot dann? Nö, ich bleibe bei Nash. Arthrox ist völlig nutzlos. Ich hab nicht das Binding auf dem Client, fuck. Kann ich Shift casten? Top Nearwave? So. Wir rushen ihn einfach instant, wenn er spawnt, oder die können ihn nicht facechecken. Ja, ist guter Call. Weiß ich. Push noch eine Wave. Ist das so ein guter Call? Ich glaube, die können relativ gut einfach collapsen. Aber schau mal, wir haben ab hier sehen wir sie. Guck mal bitte, ob Lydia Sonnes hat bis dahin. Das ist ein bisschen greedy, I think. Die facechecken hier schon, ne? Das war gerade ein. Okay. Facechecken der Nautilus. Er pusht unten. Zwei von denen pushen Mitte. Kommt aus dem Range-Vorteil nicht klar von Velkos, oder? Wir können jetzt schon einfach Nash machen, der Arthrox antipin muss. Ich kann die genug slowen, dass ich das. Ja, genau. Fangen wir einfach an. Ich slow die einfach immer. Die gehen über Mitte. Nee, finish it. Wir sind noch nicht mal angefangen. Wir sind noch nicht dran, wir fangen jetzt erst an. Ja, finish it, so. Da hat er es gespawnt. 9k? Die haben wir schaffen den. Ihn ist tot. Nice. Langsam spielen am besten. Heißer? Oh mein Gott. Ich hab den Velkos dahin. Folgt der Grün? Ich folg dir. Die müssen alle sterben dafür, da war so in von denen. Soll ich mal den Busch? Mega viel Damage, fuck. Ich? Ja? Nein! Das hat alleine gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Das war eigentlich ein Gameplay-Soul tatsächlich. Achso, Kaiser okay, ist gar nicht best. Wir haben den Ruhe lassen oder halt vom Recon abhalten. Ihr könnt einfach Top-Wave kommen, wenn ihr wollt. Soll ich hingehen? Nutzt die Nashman. Oh ja. Ich glaube, ich gehe dahin nicht, wenn wir den Kill. Nice, Leute, erstes Game fetter Lobby. Das ist mein Kill, geh weg. Du kriegst ihn nicht mal. Die killt dich. Ja. Good job, Kani. Hanni? Oh! Nein, ich hab jetzt wieder Q. Ja, du hast gesagt, die hat nichts und dann hat sie noch Cleanse. Also ich bleib im Agudin für den Call. Hä, ich hab das nie gesagt, dass sie... Doch. Ah, da war's der andere. Ich hab gesagt, sie hat keine Ulti. Sie hatte keine Ulti. Jetzt gib mir das kurz, warte kurz. Ja, nice, das ist das Gun. Du bist ein Edder. Nö. Didi? Das war echt ein gutes Game. Ja, cool. Sehr gut. Mit der Herald war halt ein bisschen Fail. Der eine Nash Call, der war Premium, muss ich sagen. Ja. Der war richtig geil. Aber was hätten wir beim ersten Herald? Ey, danke, Leute. Der erste Herald war bad von uns. Ich meine, entweder dürfen wir den gar nicht machen, oder wir müssen, wir müssen den anders kiten, aber die kriegen den sowieso. Aber wir dürfen da nicht oben drauf noch sterben. Aber solange der Damage-Graf auf meiner Seite ist. Mach einen Twitter-Post. Erstmal. Ich freue mich schon. Ja, der Klassiker. Gönn dir, Bro. Der letzte Fight war so weird, ich bin so fett und die sind einfach alle schon tot, bevor ich hitten kann. Ja, ich dachte, sie wäre auch so dumm. Gangplank hat die so auseinandergenommen, by the way. Also richtig. Ja, Freddy anscheinend ja auch. Freddy hat auch geworden, wie Team-Fight genau. Sie haben alle Ults auf mich geworfen und sind dafür alle. Ich habe nur noch den Call gehört, ja, Lilia ist tot, als wir noch Nash gemacht haben. Also wir sind schon alle ziemlich geile Socken, ist was ich hier von euch höre. Ja. Ganz genau. Sehr sexy, sehr sexy. Wait, mein Bildschirm ist jetzt gelb, was habe ich jetzt gemacht? Dani, guck mal, Early Landing Phase rein, bitte. Ich werde das rewatchen. Das war terrible, ich weiß. Aber wenn den zweiten Hook, ich dachte wirklich nicht, dass der dich noch rettet. Ja, es gibt viele Sachen, die halt besser sind. Sofort Lane 10 einfacher für mich. So, ich weiß, das war. Ich werde mir die Lane anschauen. Ich dachte, Brücke macht Abmoderation. Achso, Entschuldigung. Abmoderation. Natürlich. Leute, das war das erste Game. Hat mir sehr gut gefallen. Alle haben absolut overperformed. Ihr müsst euch vorstellen, war ja ohne Scrims auf einem neuen Patch und ich denke, wir haben einen ziemlich guten Read gehabt. Sprout, hat das zu spüren bekommen. Und wenn ihr auch was spüren wollt wieder in eurem Leben, dann lasst doch einfach mal ein Follow da, ein Abo und die Glocke aktivieren. Okay. Ne? So, Leute. Tschüss. So einer ist das. Tschüss. Okay.